Uwe, wie fällt dein Fazit aus? Ja, guten Abend. Erstmal Gratulation an Serge und Berlin heute Abend zu den drei Punkten. Ich würde mich anschließen, wie der Serge das erste Drittel beschrieben hat. Berlin war sehr schnell, hat schnell umgeschaltet aus der Defensive in die Offensive und ich fand die sehr handlungsschnell. Die haben uns größere Probleme gemacht. Wir sind meines Erachtens gar nicht gut im Spiel gewesen und wenn wir Zeit hatten mit der Scheibe, waren wir zu kompliziert. Vielleicht alles ein bisschen ein Ticken zu langsam und etwas zu kompliziert. Im zweiten Drittel hatten wir dann phasenweise haben wir besser gespielt. Ich glaube, waren wir besser im Spiel, aber dadurch, wir sind hinter dem Ergebnis hergelaufen. Berlin hat immer wieder vorgelegt und mit den Toren spielt es sich dann natürlich auch etwas einfacher für sie. Aber die Jungs haben nicht aufgesteckt. Im letzten Drittel haben wir, glaube ich, unser bestes Eishockey gespielt, aber um eine Mannschaft wie Berlin ernsthaft in Verlegenheit zu bringen, musst du über 60 Minuten musst du so beginnen, wie wir im letzten Drittel gespielt haben. So muss das Spiel beginnen, mit der gleichen Einstellung, mit dem Zug zum Tor und mit der Einstellung. Und das hat uns heute zu Beginn gefehlt und das war genug für Berlin, um heute sich dann mit ein paar Toren Vorsprung das Ding am Ende über die Zeit zu retten. Wie gesagt, ich glaube, das war für uns eine gute Lektion. Berlin ist eine Top-Mannschaft, wir wussten das, die Jungs waren darauf vorbereitet. Aber es ist immer noch was anderes, wenn wir es ihnen erzählen, als wenn sie es selbst erleben. Und ich glaube, es war eine gute Lektion heute. And we had a lot of chances the second half. Puck's not going in the net right now. I take responsibility for that a lot. It's tough to come out of a 4-0 hole, but in a weird way I admire the fight till the final whistle. I think that's a good sign for the future. But it's still frustrating to lose a game like this. We got to find a way to be better for all 60 minutes. Great push at the end. What was missing to maybe tie it up in the third? I mean, right now the puck's not finding a way in the back of the net. You could say luck, you could say battles in front of the net, missed nets. I mean, there's a lot to factor into it, but no, we just got to keep going. We got to keep working on finding ways to get the job done and build off that push we had at the end, I guess. Sunday you play in Bremerhaven. What kind of game do you expect there? What's the plan for this one? Yeah, I mean, they're a good team. We need to find a way to rebound. And I think hopefully we get that kind of catch-up bottle effect here where one goes in and then they start coming back. But, on the flip side, we got to play tight defensively, make sure we're battling and not give up goals either. Like we got to hold the other team to way less goals. Five's too many. So we got to do better on the defensive end of the puck too.